Also, bei Kurven ist oft der Fokus nur auf das Legen. Besser wäre es, wenn man auch den Körper mitdreht. Hi, liebe Leute, ich bin's mal wieder mit der Serie Fahrtechnikmythen zerstört. Ja, danke nochmal an dieser Stelle schon mal an die Unterstützer der Serie. Und zwar ist das F100 Pflegemittel und Sauerland Tourismus. Ja, da bin ich total dankbar, dass die beiden völlig Bock auf die Serie hatten und gesagt haben, cool, da sind wir dabei. Und ja, ich freue mich, das nächste Thema mit euch jetzt anzugehen. Ihr werdet es auch schon kennen, weil ich da schon Videos zu gemacht habe. Aber der Erkenntnisstand geht ja immer weiter. Und es ist immer noch so, dass dieser Mythos so krass verbreitet ist. Es geht darum, dass ganz klar ist, jetzt die These, in der Kurve muss das Rad mehr geneigt sein als der Körper beim Mountainbiken, weil man halt oft nicht genug Traktion hat. Und da ist es so, dass immer noch gesagt wird, man soll dazu seinen inneren Arm mehr strecken und das Bike in die Kurve drücken. Manche sagen auch legen. Manche sagen, den Arm dann immer gerader werden lassen, aber nicht ganz durchstrecken. Manche sagen aber auch, man leitet das so aus dem Handgelenk so ein bisschen so ein, so zack, genau. Und dann hat man diese Radneigung und dann können die Seitenstollen besser funktionieren. Das ist jetzt die These, kann man das nicht auch anders erreichen? Wie machen das die Leute, die einfach fahren, ohne nachzudenken? Profifahrer, talentierte junge Fahrer, ich sehe im Bikepark jeden Tag welche. Und wie ist das in verschiedenen Kurventypen? Gehen wir das ganze Thema an. Jetzt erstmal das Missverständnis, was da wieder zugrunde liegt. Und zwar ist es so, dass natürlich die Radneigung, das Rad mehr geneigt ist als der Körper, also das ganze Bike, dass das ein Fundament und existenziell für Kurvenfahren ist. Und dass der Sattel dann auch mehr im inneren Bein ist. Jetzt die Frage, wie kann man das Ganze denn erreichen? Welche Nachteile hat das Ganze, wenn man das primär als Fokus über diese Armarbeit macht, wie ich es früher ja auch gemacht habe. Aber das habe ich schon vor einigen Jahren geändert und man sieht halt Leute, die einfach gut fahren, machen das auch so und ich möchte euch davon profitieren lassen und die Tipps weitergeben. Es ist ganz klar, zum Kurvenfahren gehören viele Puzzlestücke dazu. Im Idealfall ganz klar, wenn man als Kind oder Jugendlicher das gelernt hat, dann hat man darüber auch nie groß nachgedacht, hat sich das auch gut beigebracht, weil man direkt merkt, unbewusst, wann rutscht man weg und wann nicht. Bei den meisten ist es so, dass sie in der Kindheit, Jugend aber mehr Asphalt gefahren sind mit dem Fahrrad, zur Schule, zur Arbeit oder halt so teilweise mit dem Rennrad und so weiter. Da legt man sich halt mit dem Körper in die Kurve. Da hat man halt auch viel Grip auf Asphalt. Beim Biken ist es halt sehr gefährlich, wenn man sich mitlehnt. Kann bei vielen Kurventypen schnell zu einem Wegrutschen führen. Deswegen hat sich das durchgesetzt, intuitiv und dann auch in der Lehre, das Rad muss mehr geneigt sein. Aber welche Puzzlestücke führen dazu? Wenn man das so macht, dass man sein Rad in die Kurve neigt mit der Armarbeit, könnt ihr mal probieren, ich zeige es auch hier gleich mal. Man kann das Rad in die Schräglage drücken mit den Armen, aber man fährt trotzdem geradeaus. Dann ist es so, das Rad fährt einfach weiter geradeaus. Man kann einfach das Rad so in die Kurve neigen, auf den Seitenstollen fahren und weiter geradeaus fahren. Das zeigt, dieses Neigen aus den Armen ist gar nicht der Schlüsselfaktor fürs Kurvenfahren. Wird aber oft in der Methodik und beim Tipp geben als das Ding Nummer 1 genannt. Du musst dein Rad in die Kurve legen. Dabei ist es viel wichtiger, der Fokus geht, man fährt die Kurve über den Blick, Kopf, Schulter, Hüfte, Beine, alles dreht mit, intuitiv. Und dadurch kommt ein Drehimpuls, der wird über das Rad übertragen, auf das Rad übertragen und dann kippt das Rad mit in die Kurve. Der Sattel stabilisiert sich am inneren Bein, das Rad ist mehr geneigt als der Körper, ohne dass man das reingelegt hat oder reingedrückt hat. Wenn man jedoch mit dem Körper in die Kurvenrichtung guckt, dann kann man nicht mehr geradeaus fahren. Das Missverständnis ist, dass die Leute glauben, man muss das Rad mit den Armen in die Neigung drücken, gerade als Anfänger. Dabei ist es so, dass du auch die Schräglage über die Körperrotation erreichen kannst. Dann hat man sehr simpel einfach eine Sache, auf die man sich konzentriert, Blickrichtung, Sattel am Bein und so weiter und so fort. Und man kann gut um die Kurve fahren. Natürlich, je mehr das Rad geneigt ist, man kann da auch, wenn man die Hüfte weiter mitdreht, das Bein nutzt, dann kann man nämlich auch das Rad wirklich stark in die Neigung bringen. Dann wird der innere Arm natürlich gerader. Aber nicht, weil man das Rad reingedrückt hat.
Ganz wichtig, ich sage nie, dass das keiner machen soll und nie, dass das irgendwie verboten wäre. Aber als Fokus zu sagen, das Grundding beim Kurvenfahren ist, das Rad in die Kurve zu drücken, das stimmt nicht. Ich kann auch einfach geradeaus fahren und das Rad in die Kurve drücken. Viel entscheidender ist es, dass man den Körper dreht, dass man dahin guckt, wo man hin will. Das war das Missverständnis, und zwar, dass man sagt, man muss das Rad in die Kurve drücken oder legen mit den Armen, um überhaupt Radneigung zu bekommen. Und jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen, die dadurch entstehen. Wie gesagt, einmal, dass man wieder viel zu über nachdenkt. Jetzt muss man erst das Rad legen, dann muss man noch den Körper drehen. Und es ist wieder alles viel zu viel und viel zu kompliziert. Ich kenne das aus einigen Ausbildungen für Fahrtechniktrainer, dass zum Beispiel, du hast immer so drei Sachen. Zum Beispiel erst legen, gucken, drehen. Das zum Beispiel so, ich habe es jetzt mal eigen formuliert, aber so in der Form war das häufig, dass es quasi mehrere Kommandos, dass man irgendwie jetzt das, weil der Fokus immer auf dieses Legen gelegt wurde. Ja, und da kann ich von abraten. Jetzt ist es aber so, dass viele auch, dadurch, dass sie darauf geprägt sind, das habe ich als Fahrtechniktrainer schon ewige Jahre schon immer gesehen, dann fahren die Kurve auch, aber du siehst, die äußere Schulter hängt so ein bisschen hinten, weil der Körper nicht richtig mitgedreht wird, und es sieht dann so aus. Was man dann häufig gesehen hat, dass Leute vor allen Dingen den Fokus auf das Legen, aber nicht mit dem Körper mitgedreht haben, hatten, ja, und dann auch einen größeren Radius hatten, nicht so gut um die Kurve kam. Das heißt, dieser Fokus, du musst dein Rad jetzt reindrücken oder legen, der ist sehr dominant und prägt die Leute total, und die vergessen dann häufig, was sie eigentlich noch mit der Blickführung machen müssen, was ja gerade bei Kurven, wo an der Seite ein Abgrund ist oder Brennnesseln oder so, wichtig ist, dass der Blick weitergeht und nicht geradeaus verharrt. Kombiniert mit dem Fehlerbild häufig, dass die Leute wirklich den inneren Arm ganz strecken. Das heißt, als Trainer musstest du dann immer hingehen, ja, streck den inneren Arm, lass den gerade werden, aber nicht ganz durchstrecken. Immer diese Relativierung, aber bitte nicht ganz so und so weiter. Mach das, aber ja, erinnere dich, du musst ja auch noch gucken und drehen. Das heißt wieder viel, was man verarbeiten muss, viele Dinge auf einmal, die kommen. Man kann es auch einfach machen, den Lenker ganz normal halten, dahin gucken, wo man hin will, bewusst die Drehung des Körpers nutzen, mit den Beinen und so weiter und so fort, und das Rad kippt mit. Und dann hast du die Arme auch so einsatzbereit. Wenn jetzt noch was kommt, bist du gut dabei, du kannst noch federn, kannst noch alles Mögliche machen. Aber wenn du schon so in die Kurve reingefahren bist, kannst du gar nicht mehr so viel machen. Also ist wirklich nicht vorteilhaft. Okay, und jetzt, wenn man jetzt irgendwo langfährt und man sieht, das ist eine Schotterkurve, die hat nicht so viel Grip, dann denken manche auch, okay, jetzt kann ich halt noch mehr das Rad da reindrücken mit der Hand. Das kann sogar noch dazu führen, dass man vielleicht dann doch noch eher wegrutscht. Also sollte man da wirklich wieder mit dem Körper arbeiten, mit der Radneigung. Man kann guten Druck auf die Reifenstollen ausüben, aber wenn man den Lenker noch normal locker hält, kann man auch immer noch reagieren, als wenn man halt so steif jetzt da reindrückt. Und teilweise so, dass man sogar ein bisschen mehr Druck am äußeren Lenkerende fühlt, wenn man den Druck aufbauen will. Also wie gesagt, ganz wichtig, dieses krasse Reindrücken kann sogar zu Traktionsproblemen führen. Den Nachteil in der Prägung, drückt dein Rad rein, die Leute fragen zum Beispiel immer, Anliegerkurven, muss ich mein Rad denn da auch so reindrücken? Muss ich das auch machen? Weil sie ja von Kurs 1 oder von dem ersten Video, was sie gesehen haben, immer gelernt haben, sie müssen das Rad mit den Armen reindrücken. Anliegerkurve, Spitzkehre. Ganz enge Kehre, sowas. Muss ich das denn da auch machen? Geht das? Dann stellt man fest, nee, machst du gar nicht in der Art. Natürlich hast du auch in anderen Kurven oft den Sattel am inneren Bein gelehnt, hast ein bisschen mehr Radneigung. Bei Anlegerkurven ist es nicht so viel oder nicht so wichtig. Bei ganz vielen engen Spitzkehren ist es so, dass du auch viel mit unbewusst natürlich dem Lenkeinschlag arbeitest, um die Kehre rumzukommen. Das heißt, die Prägung nur auf dieses Drücken und Legen kann eine deutliche Sackgasse sein. Dazu ist es natürlich auch so, dass dieses Drücken und Legen oft gelehrt wird in Kombination mit dem Ellenbogen raus, das heißt aus dem Schultergelenk, den Arm so rausdrehen, und dass das nur so gehen würde. Und das habe ich ein Video zu gemacht, verlinke ich unten. Ist auch sehr nachteilig für die Schultergelenke, für die Muskulatur. Ja, deswegen
würde ich auch davon abraten. Super, also immer noch der verbreiteste gängige Mythos beim Kurvenfahren ist, du musst das Rad reindrücken mit den Armen. Ich habe schon ein paar Videos gemacht, jetzt habt ihr es nochmal erklärt bekommen und visualisiert jetzt in der Serie die Zerstörung der alten Mythen. Verbreitet das Ganze, teilt das, kommentiert gerne drunter. Dann probiert es auch mal aus. Ich freue mich auf den nächsten Teil. Wir sehen uns.